Könnt ihr jetzt nachgucken? Ich auch. Stimmt. Dann nächsten Freitag lasse ich noch mal einmal ausfallen, bewusst. Damit das mit der Folge 200 hinkommt. Denn die soll am Sonntag kommen und nicht am Samstag. Och Meister, fahr doch. Es kann doch nicht so schwer sein. Jemand mit? Ja, da vorne. Hallo. Hallo. Aber was man der Karte zugutehalten kann, sie ist immer noch besser als Mallorca. Ich würde ja applaudieren, wenn die Aussage nicht so traurig wäre. Denn sie ist auch besser als Gladbeck. Würde ich schon sagen. Ich würde ja applaudieren, wenn die Aussage nicht so traurig wäre. Ja, schon besser als Ruhrgebiet, ne? Und als Rheinhausen. Ich würde ja applaudieren, wenn diese beiden Aussagen nicht so traurig wären. Kannst du jetzt mal anfangen, mit guten Karten zu vergleichen und nicht mit guten Karten? Aber das war doch eine gute Karte. Ich verstehe gar nicht, was du willst. Ja, so Grundorf, ne? Ist schon schlecht. Nur weil du es jetzt negativ formulierst, machst die Sache nicht. Schade, hat's gemerkt. Ich bin vor der Einstieg gefahren. Glaube ich. Noch ein Einsatzwagen. Ich weiß es nicht, also irgendwie ist Chicago schlecht mit irgendwas anderem zu vergleichen, weil es einfach von der Bauweise her wahrscheinlich real ist, aber halt trotzdem unglaublich eintönig, weil Amerika halt unglaublich eintönige Straßenzüge baut. Ja, okay. Kann man auch so sagen, ja. Weiß jetzt auch nicht, mit welcher Karte man das am besten vergleichen könnte, wenn überhaupt. Ich auch nicht. Vielleicht mit der anderen Karte, die es in Amerika, aus Amerika noch gibt. Da gibt's, ach ja, stimmt, da gibt's eine andere. Die habe ich aber nie gespielt, die kann ich nicht vergleichen. Siehst du, ich auch nicht. Naja. Freue ich mich halt weiterhin auf das London-Addon. Kommt das noch irgendwann raus? Spielt das noch einer? Spielt das einer? Kommt das noch mal irgendwann raus? Ich weiß es nicht. Also. Ich meine, ich finde das ja besser so rum, ne? Dass man halt nicht Hals über Kopf veröffentlicht, sondern sich dann lieber noch Zeit nimmt. Aber sollte das nicht eigentlich 2015 rauskommen? Es würde ja schon reichen, wenn der Entwickler endlich mal sagen würde, ich habe keine Ahnung, wann ich fertig bin. Und ich immer, ja, gib mir noch einen Monat. Wenn der rum ist, ja, ich habe ja gesagt, gib mir noch einen Monat. Ja, ja, das ist irgendwie alles ganz dubios. Ah, mal gucken, das wird auch so eine Karte. Also wenn die gestalterisch gut wird, ist ja alles schön und gut. Aber ich glaube, da werde ich eine Krise kriegen, ob das Linksverkehr ist. Die kriege ich nämlich immer nicht in meinen Kopf. Das wissen alle Leute, die mal ETS geguckt haben. Ich finde es immer lustig. Ja, ich auch. Wollte ich damit ja gar nicht gesagt haben. Aber trotzdem. Vielleicht ist es auch designtechnisch heute keine gute Idee gewesen, die Karte bei Schmuddelwetter zu zeigen. Weil ich glaube, das tut ihr nicht gut. Naja, hättest du gefragt, welches Wetter kann man am besten nehmen, hätte ich dir gesagt, nimm schönes Wetter. Ja, aber umgekehrt wollte ich mal bei Regen fahren. Das trifft ja eigentlich auch ganz gut. Von daher. Ich muss mal recherchieren, wie viel Regentage es im Jahr in Chicago gibt. Ja, das kann man machen. Könnte man auch für die Kreuzung zuzustellen, ihr Pappnasen.
deutet das einfach als Nein. Sie sind nicht besser als Autofahrer in der Realität. Einfach die Kreuzung zustellen. Ja, das ist auch deshalb genau so programmiert. Wenn du wüsstest, wie das funktioniert, dann könntest du sogar erklären, warum das so ist. Das ist mir scheißegal. Die Omsi-KI, die sieht ja nicht voraus, an welcher Stelle sie zum Stehen kommt. Jetzt kommt ihr schon wieder. Könnt's jetzt warten? Das ist jetzt auch eine coole Situation. Jetzt muss ich mich hier aktiv nämlich dazwischen schummeln. Nein. Klingt gut. Wenn du dich da aktiv zwischenschummelst. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Von der Gestaltung her ein bisschen an Phoenix West, wer das kennt, also der wird es wiedererkennen. Ist nicht unbedingt die schönste Gegend. Jetzt kann ich haben. Der jetzt auch vorfährt. Wo ist hier ein Stoppschild? Ignorieren wir jetzt mal großzügig. Du weißt, welche Bedeutung Stoppschilder in den USA haben? Dass die ein bisschen anders sind als die Bedeutung bei uns? Nein. Ich kenne mich tatsächlich mit den Verkehrsregeln in den USA überhaupt nicht aus. Von daher. Es gibt zum Beispiel diese Situation, dass du an eine Kreuzung kommst mit vier Straßen, wo an allen ein Stoppschild steht. Das heißt dann, an dieser Kreuzung darf der kommen, der zuerst angekommen ist. Also nicht rechts vor links oder so wie bei uns, sondern der, der zuerst da ist, darf zuerst weiterfahren. Okay. Deswegen sieht man an solchen Kreuzungen auch ganz oft, wenn dann von mehreren Ecken Schlangen sind, dass die immer reihum um ein Auto fährt. Das ist ja... Ja, das ist... Klappt erstaunlich gut und ist fair. Weil sonst müsste ja ein Auto aus so einer Seitenstraße vielleicht 20 Minuten warten, bis da mal auf der Hauptstraße der Verkehr abreißt. Ja. Das könnte wahrscheinlich passieren. Juhu, wir sind da. Ja, ich noch nicht ganz. Ja, auch zu frohlockert, wir haben es geschafft. Ja, fährst ja noch, du machst ja noch den Einrücker, ne? Ja, du kannst nicht mal. Also ich mache auch noch den Einrücker, also von daher. Mach doch, ich werde dich da nicht von abhalten. Was haben wir denn heute? Dienstag. Gott sei Dank erst den zweiten. Ja. Dann klappen wir den dritten. Egal. Für alle, die sich jetzt über das Gott sei Dank wundern, wenn man am 7. mündliche Prüfung hat, dann freut man sich über jeden Tag. 130, was ist das denn hier überhaupt? Adler Planet, oder Erdler Planet, Planet Tartarium. Hab doch keine Ahnung. Das wird, glaube ich, wirklich der Folgentitel. Wo schreibe ich das denn jetzt am Freitag rein? Oh, na gut, egal. Der zweite, der dritte ist ein Freitag. Ja, aber wir haben ja mittlerweile den dritten. Ich habe ja die Fahrt am dritten angefangen. Naja, komm. Nein, hast du nicht. Wir haben vor 0 Uhr angefangen. Ja, die Ausrückfahrt, die habe ich vor 0. Ja, aber du fährst ja nicht zur realen Uhrzeit. Du fährst ja... Omsi-Datum ist ja Freitag, der 2.3. Freitag, der 13. Wenn der Omsi-Datum stimmt, ist doch okay. Ich schreibe das, wenn ich das aufschreibe, ich schreibe auch immer nach Omsi-Datum auf und nicht nach realem Datum. Na gut. So.
mal, ich komme passend auch jetzt am Startgarten an. Machen wir noch kurz einen Daumennagel. Zack. Und einfügen. Uhu. Dann bedanke ich mich schon mal viel fürs Zuschauen bei dieser unglaublich strukturierten und nicht chaotischen Fahrt. Und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, tschüss von meiner Seite. Ich wollte gerade sagen. Ha, Tobi hat gar nicht tschüss gesagt. Geht's eigentlich gut? Ich wollte eigentlich mal gucken, was du machst, wenn ich jetzt einfach nicht sage, ob du irgendwann aufhörst oder ob du oft auf mein Tschüss wartest. Natürlich letzteres. Bin ja kein Unmensch. Was ist denn hier für Aufnahmen? Irgendein Quatsch. Oh, 1,5 GB nur. Das ist ja erhellend. Um sie 2. Ist das jetzt für eine Folge? 59. Das ist ja gut zu wissen. So, jetzt lassen wir diesen Schund hier ausmachen. Diese schöne Karte. Dadurch, dass ich jetzt eine Betriebsfahrt ohne Haltestellen habe, damit kommt um sie ja von der Verspätung her nicht klar, ne? Nee, wie viel hast du? Achso, nee, der hat den Fahrplan dann schon beendet. Aber in der Anzeige im Bus habe ich jetzt. Warte. Plus 8 Raute, 6. Achso, dann geht das noch. Ich würde sagen, das ist nur im Rahmen. Ja, auf jeden Fall. So, hätte ich gesagt, Folge 59, ne? Aber hey, einen Vorteil hat ja das Schmuddelwetter. Wenn ich das Thumbnail mache, ist das orange gut sichtbar. Ja. Muss halt eine andere Farbe nehmen, wenn das orange nicht sichtbar ist. Ja, mache ich auch häufig immer. Oder ab und zu mal. Da sieht man ja ab und zu mal so ein blaues Thumbnail. Zum ETS habe ich die Thumbnails im Dunkeln gemacht, dann gab es eine gelbe Schrift. Passt so ganz gut. Warum willst du das als PNG speichern? Lass das. Das ist doch egal. Ja, aber ich mag PNG nicht. Warum nicht? Persönliche Vorliebe. Ich mag JPG lieber. Ich kann ja da tatsächlich keinen sinnvollen Grund für nennen. Nee. PNG hat damit falsche Erweiterung. Oh. Ja, dann nennen die doch um. Ich nehme übrigens noch auf. Hör mal auf, hier so rumzunörgeln, ja? Geht ja mal ja, gar nicht. Ich nörgel ja nicht an dir rum. Das ist egal. Nur an Windows. Mach eine positive Grundeinstellung und fertig. Okay, PNG ist das tollste Format, was ich nicht kenne. Das meinte ich nicht. Ich meinte eher das. Achso. Ach, egal. Ich hoffe mal, ich hoffe, wenn ich in 5 Minuten fertig bin mit der Betriebsfahrt, dann habe ich 24 Minuten Folgen. Das ist doch auch ganz nett. Ne? Läuft. Betriebsfahrt, Abfahrt um 0 Uhr. Wieso kann man nicht einer Betriebsfahrt zumindest eine Haltestelle geben, damit Omsi das auch vernünftig erkennt und. Ach, egal. Guck mal, jetzt ist hier an der Kreuzung nichts los. Gerade war hier so ein Rückstau, dass ich nicht links abbiegen konnte. Jetzt ist hier kein einziger Autofahrer. Warte, wo muss ich jetzt? Ich muss ja hier links, ne? Das muss ich jetzt nochmal checken. Ich muss hier links rein, ja. Naja, okay. Haben wir gleich. Entschuldigung, Leute. Nein, grünes Auto, du lässt mich.
Habe ich ja vergessen, dass ich hier schon links muss. Richtig. Sieht gut aus. Nee. Falsch. Hier. Vielleicht bin ich hier doch falsch. Nee. Wo muss ich denn hin? Sag doch mal. Ich doch nicht. Ich kenne mich auf Alheim jetzt nicht so gut aus. Warum denn nicht? Muss hier nicht links. Oder doch? Welche Linie fahren denn hier? 158, die fährt hier rein. Die fährt doch zum Betriebshof, ne? Ja, ich glaube wohl. Dann hier rechts. Hier links. Ach ja, um sie. Das sind noch ein paar Kacheln, die du laden musst, wenn ich hier rumklicke. Dann hier wieder rechts. Ach so. Ach, das ist die Richtung Siedlung Hohen hier. Naja, da fährt die hier nicht zum Betriebshof. Ah, dann ist ja doch da auf der anderen Seite, ne? Ah. Hast du mich jetzt im Auto gespawnt? Ja, hast du. Weißt du was? Ich stelle den Bus jetzt hier vorne ab und fertig. Ich habe keine Lust mehr, zum Betriebshof zu gucken. Ich weiß jetzt, wo der ist, aber. Nee. Lassen wir jetzt. Hier ist ja auch ganz schön, Bus abzustellen. So, Fahrplan weg. Habe ich nach hinten? Ah, eine Menge Platz. Können wir den nochmal rumdrehen hier. Hallo? Ich will wissen, ob ich gut stehe. Stehe ich lieber auf dem Bürgersteig ein Stück als auf die Straße. Ja, das passt schon so. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Dann hoffe ich, dass ihr auch ich sag einfach mal bis ja, morgen zum neuen Video in OMSI 2. Oder? Ja, morgen. Tschüss. Tschüss.